Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, das ist Teil 2 von unserem gestrigen Pizzateig-Video. Hier sieht man so schön, wie luftig der Teig geworden ist. Wir lassen den Teig jetzt einfach 1 bis 2 Stunden bei Raumtemperatur gehen, damit er einfach ein bisschen die Temperatur annimmt, die wir im Raum haben. Und dann nehmen wir den Teig aus unserem Behälter raus. Ich helfe mir da ein bisschen gleich mit einem Spachtel, ja, dass wir einfach die Seiten ein wenig lösen und dann mit dem Eigengewicht ganz einfach ja, aus dem Behältnis nehmen. Ja, wenn das mit dem Eigengewicht etwas zu lange dauert, dann helft ihr euch einfach, so wie ich es gerade zeige im Video. Natürlich nicht zu aggressiv, den Teig wollen wir ja nicht stressen, ne? An dieser Stelle nehmen wir uns jetzt eine schöne Waage zur Hand und wiegen den Teig ab. Ja, ich habe jetzt Kugeln von ca. 280 Gramm gemacht und mit dem Teigrezept kriegt ihr ungefähr 6 Kugeln hin. Ja, also bei mir hat es ganz gut geklappt, auf jeden Fall. An dieser Stelle könnt ihr auch sehen, wie ich den Teig gerade drehe. Ja? Warum mache ich das? Wir haben ja den Teig kopfüber auf die Arbeitsfläche getan. Ihr müsst die obere Seite immer oben lassen. Ja? Das, was ihr gerade ja auf der Arbeitsfläche seht, ja, der Teig ist im Prinzip umgedreht. Ja? Das bedeutet, die untere Seite ist gerade oben. Ja, ein bisschen schwierig erklärt, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Hier helfe ich mir auch mit der Arbeitsfläche. Ja, um den Teig richtig zu schließen. Ja, ihr müsst den Teig einmal ineinander falten und dann benutze ich einfach die Arbeitsfläche, ja, weil es einfach am besten ist, gerade für Anfänger, um den Teig einfach gut zu schließen, bis ihr eine glatte Oberfläche habt, ja. Und dann könnt ihr die ja, Teiglinge in die Teigbox legen. Also nochmal zum Verständnis, die obere Seite bleibt immer die obere, ja. Die ruht einfach anders wie die untere Seite, unten sammelt sich auch Wasser, ja. Und ihr müsst einfach die obere Seite oben lassen. Ihr habt eben wieder gesehen, ich habe den Teig gedreht, weil er kopfüber auf der Arbeitsfläche ist, ja. Genau, hier zeige ich nochmal, wie ich den Teig schließe, ja, und benutze nochmal die Arbeitsfläche, einfach nochmal, um das abzurunden. Und dann ab in die Teigballenbox. Als kleinen Tipp am Rande, ich benutze immer Hartweizengrieß, also Semola, um ja, die Teiglänge einfach besser von der Teigballenbox rauszunehmen, ja. Als kleinen Tipp, wie gesagt, manche machen das gar nicht. Ich mache das sehr gerne. Einmal die ganze Box mit bisschen Hartweizengrieß oder Semola einmal bestäuben und dann, wie gesagt, die Teigbällchen obendrauf. Und die kann man dann einfach besser von der Box rausnehmen. Nachdem wir die Teiglinge geformt haben, machen wir den Deckel drauf. Ganz wichtig, dass hier keine Luft dran kommt. Ja? Das ist hier ganz wichtig, sonst trocknet der Teig oben aus. Ja, nach circa 6 bis 8 Stunden sehen die Teiglinge dann so aus. Gebacken haben wir dann in einem Effe Uno 500 Grad Ofen, wie man hier so schön sehen kann. Oberhitze auf 450, Unterhitze auf 420 erstmal. Was sich dann später ja, herausgestellt hat, dass die Unterhitze etwas erhöht werden musste, weil ich einen Saputo-Stein hier auch benutze. Das bedeutet, die Hitze wird anders übertragen. Deswegen musste ich dann unten auch nochmal auf 450 Grad einstellen. Erfahrungsgemäß reicht eine Temperatur von ca. 420 bis 450 Grad mit dem Saputo-Stein. Wie gesagt, ist ein bisschen individuell.
wie ihr die Ober- und Unterhitze eingestellt habt, aber mit ca. 420 bis 450 Grad Steintemperatur gemessen, seid ihr eigentlich gut dabei. Hier sieht man auch, wie schön die Pizza aufgegangen ist, beziehungsweise wie dieses Leopardenmuster bekommen. Und ja, seid gespannt, wenn ich gleich die Pizza drehe. Bei dieser Art von Ofen ist es in der Regel normal, dass man die Pizza einmal drehen muss, weil die Hitzeverteilung ja ein bisschen unterschiedlich ist, vorne und hinten. Hier hat man eben auch gesehen, dass die Pizza unten noch etwas weiß war, deswegen habe ich dann auch die Temperatur nochmal nachgeregelt. Wie gesagt, mit dem Saputo-Stein war ich bei 420, jetzt bei ca. 450 Grad und es war auf jeden Fall definitiv besser. Für die ersten Pizzen kann sich das Ergebnis auf jeden Fall sehen lassen. Ja, Übung macht den Meister, würde ich mal sagen. Wenn man einen neuen Ofen benutzt, ist genau das das Wichtige, ja, dass man viel ausprobiert. Jeder Ofen ist etwas anders und wichtig ist, dass man sich dann ja dementsprechend anpasst auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal eine kleine Nahaufnahme. Da kann man genau sehen, wie der, ja, wie der Teig aufgeht. Ja. Ist immer ganz schön zu sehen auf jeden Fall. Und wie sich auch der Rand ein wenig ja, verfärbt in dieses Leopardenmuster. Hier nochmal dasselbe Spiel. Die Pizza einmal rausholen, drehen und wieder ab in den Ofen. Hier sehen wir die Pizza auch nochmal von unten, dass sie auf jeden Fall eine schöne Farbe bekommen hat. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Es ging den ganzen Abend natürlich so weiter. Wir haben schön gegessen und die Pizzen sind auf jeden Fall gut geworden. Ja, das hat mich auf jeden Fall zufriedengestellt. Natürlich an dem Ofen musste ich noch ein paar Kleinigkeiten ändern, aber ansonsten war alles gut. Hier kann man auch nochmal sehen, ja, dass der Teig auch schön luftig geworden ist am Rand. Gleich sehen wir nochmal ein Bild von der Innenseite. Genau, damit ihr auch das nochmal seht. Ja, je nachdem, wie man den Teig dann natürlich auch ausbreitet. Hier sieht man auch, wie schön groß der Rand geworden ist. Ja. Wenn man da ein bisschen aufpasst, dann hat man auch einen sehr, sehr schönen Rand auf jeden Fall. Hier auch nochmal einmal Calzone gemacht und ja, hier müsst ihr halt nur aufpassen mit der Höhe, das habe ich dann später auch gemerkt, weil der auch zu sehr aufgegangen ist, dass da die Stäbe auf jeden Fall im Weg sind. Hier auch nochmal das Ergebnis, war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen, ich hoffe ihr macht es nach und lasst es euch auf jeden Fall schmecken. Bis zum nächsten Video.